Ein Teutates! Legt euch in die Riemen! Schneller! Schneller! Streng dich an, mein Junge. Das war deine erste Traumreise. Gefällt es dir an Bord? Oh ja, Kapitän. Es ist so schön, Pirat zu sein. Das ist es auch, mein Junge. Du wirst die unerschöpflichen Abenteuer der Meere kennenlernen. Du wirst Schiffe kapern. Phönizische! Ja! Spanische! Ja! Und britische! Ja! Und gallische! Sprich dieses schreckliche Wort nie mehr aus. Die, die du eben erwähnt hast, sind wie der böse Blick. Wie ein Hurrikan. Wie der furchtbarste Orkan. Was? Eine Galeere? Wo? Backboot, Backboot, Backboot. Backboot? Es sind doch hoffentlich keine Gallier. Nein, es sind Öme, Öme. Die Römer. Öme, viele Öme. Die Römer, endlich. Eine fette Beute. Das ist keine Gallierwaren, Kapitän. Cäsar, vor uns liegt die Küste Britanniens. Hier, genau an dieser Stelle gehen wir an Land und unterwerfen die Briten, die den Galliern schon zu oft geholfen haben. Der Sieg ist unser, großer Cäsar. Du wirst dieses kleine Britannien schnell erobert haben. Dieses Großbritannien, die Briten sollen sehr tapfer und stark sein. Für sie wie für uns wird das heute der längste Tag. Möge uns ein günstiger Wind wehen. Das fängt ja gut an. Oh, my goodness. Dieses Schauspiel ist überwältigend. Indeed, das ist es. Ich denke, wir sollten verständigen unseren Chef Cassivellaunus. Die Operation kann beginnen. Ich erwarte Mut und Disziplin zum Ruhme Roms. Wir fangen mit der Bombardierung ihrer Stellungen an. Achte auf mein Signal und gebe es weiter an die Katapulte. Ja, großer Cäsar. Du rührst dich nur auf mein Kommando. Ja, Cäsar. Cäsar kam, sah und traute meinen Augen nicht. In Reih und Glied, hatte ich gesagt.
I'm very sorry, Chief. Sie haben die Partie ohne uns begonnen. Well, ich muss sagen, es zeugt nicht von großem Sportsgeist. Erwarten wir Sie auf unserem grünen Rasen. Zum Angriff, sage ich. Vorwärts, Sie. Ich denke, es ist Zeit, ist es nicht? Zeit? Welche Zeit? Es ist 5 Uhr, wir machen später weiter. So viel Zeit muss sein. Beim Jupiter, wo laufen die hin? Sie lassen uns mitten in der Schlacht stehen. So etwas tut man doch nicht. Nun, das war keine schlechte Runde. Aber die Römer sind aus der Übung. Ja, ich finde auch, die müssten mehr trainieren. Mm-hmm. Thank you. Oh, thank you. Thank you. Mm-hmm. Thank you, my dear. Könnte ich bitte ein Tröpfchen Milch in mein heißes Wasser haben? Aber natürlich. Die trinken Wasser. Heißes Wasser mit Milch. Diese Barbaren. Verzeihung, könnten wir dann endlich mal weitermachen? Nein, bedauere. Nicht vor 2 Tagen. Es ist Weekend. Tut mir leid. Lasst mich durch! Ich muss sofort den Präfekten sprechen. Präfekt Motus, Sie haben den Kampf eingestellt. Was sollen wir jetzt machen? Oh. Ich habe mich verpflichtet zu kämpfen. Bei dem Tempo kommen wir frühestens in 10 Jahren zurück nach Rom. Wasser allein schmeckt schon scheußlich, aber heißes Wasser. Jeden Nachmittag um 5 legen Sie eine Pause ein und schlürfen dieses ekelhafte Gesöff. Also bei dieser Bohnensuppe musst du zuerst etwas Olivenöl erhitzen, Speck und Zwiebeln in kleine Stücke hacken, Thymian und Lorbeer dazugeben. Und alles leise köcheln lassen. Es ist zum Auswachsen, O Cäsar. Die Briten verlassen täglich um 5 Uhr das Schlachtfeld. Und dann kämpfen sie nicht mehr bis zum nächsten Morgen? Ja, heute legten sie für 2 Tage die Waffen nieder. Hm? Sie nennen diese Unsitte Weekend. Naja, ich meine... ja, oder... nein, doch nicht. Motus, meine Befehle lauten folgendermaßen. Ab sofort beginnen wir alle unsere Angriffe um 5 Uhr und an jedem dieser sogenannten freien Weekends schlagen wir verstärkt zu. Oh, das ist genial, Cäsar. Woher nimmst du nur diese genialen Ideen? War ein guter Schlag. Legionäre zum Angriff! Für den Ruhm und die Ehre Roms! How shocking!
Das sind keine Gentlemen, diese Römer. Centurios! Decurios! Legionäre! Ich, Cäsar, bin stolz auf euch! Ja! Der Ruhm des Römischen Reiches wird an den Küsten der sieben Meere besungen werden! Ja! Hinter mir liegt ganz Gallien, das ich besiegt habe! Mit Ausnahme eines kleinen Dorfes voller Verrückter. Ja, ich weiß, ich muss bald wieder dorthin zurück. Und hier, vor mir, liegt das große Britannien, das ich auch besiegt habe! Mit Ausnahme eines kleinen Dorfes, das noch immer Widerstand leistet. Ja, ich weiß, aber das ist doch nur eine Frage der Zeit. Was ist los mit dir, The Big Boss? Ist das Wasser zu heiß oder bist du nervös? Ja, das bin ich. Die römischen Truppen erwarten Verstärkung. Und wir können nicht mehr lange Widerstand leisten. Ich hab's. Das ist die Idee. Ich hab eine Vetter in Gallien. Er lebt in dem einzigen Dorf, was leistet den Römern seit langem Widerstand. Angeblich haben die dort einen magischen Trank, der verleiht ihnen übermenschliche Kräfte. Und wo genau liegt dieses Dorf? In Arimorike. Guten Tag, gute Miene. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Automatix. Was für ein herrlicher Tag. Es duftet nach Frühling. Ja, ja. Fische, es duftet nach. Fische, Fische. Die sind so frisch, dass sie fast noch aus der Pfanne springen. Ich hab nur einen Duft in der Nase. Den kenne ich genau. Vergammelten Fisch. Sag es mir ins Gesicht, dass sie nicht frisch sind. Das kannst du haben, wenn du darauf bestehst. Meine Fische sind genauso taufrisch wie meine Fäuste. Du stinkender Heringsbändiger. Eine Schlägerei. Wartet auf mich. Ich komme auf. Die Schlägerei. Nicht beginnen. Ja, Asterix, es wird Frühling. Ja, das Dorf wacht allmählich auf. Weißt du, um was es sich heute handelt? Verdammelte Fische! Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Obelix? Kommst du? Er geht jeder Rauferei. Aus dem Weg. Was haben wir ihm bloß getan? Sieh doch nur mal, Asterix. Unser Obelix ist wirklich nicht in Hochform. Ja, wir sehen mal nach ihm. Wo waren wir stehen geblieben? Oh, dass dein Fisch nicht frisch. Was? Mein Fisch nicht frisch? Oh, komm her. Sag mal, Miraculix, kannst du ihn nicht ein wenig aufmuntern? Was er braucht, wäre eine Legion Römer. Eine Legion? Wieso? Na, um ein wenig zu raufen. Er hat schon seit Monaten keinen mehr verprügelt. Die sind alle nach Britannien aufgebrochen. Ja, das fehlt ihm. Excuse me. Ich bitte vielmals um Verzeihung, meine Herren. Mein Name ist Tefax. Ich bin aus Britannien angereist. Der gute Tefax. Mein Vetter aus Britannien. Lass uns schüttel die Hände. Ich komme, um euch zu bitten und zu unterstützen im Kampf gegen die Römer. Die Römer! Los,
sind Sie? Wo sind Sie? Darf ich vorstellen? Obelix, mein bester Freund. Oh, how are you? Lasst uns schütteln die Hände. Nein, Obelix! Aber der Brite hat doch selbst gesagt, dass... Du hast doch gehört, dass er Ausländer ist. Er drückt sich eben etwas anders aus als wir. Splendid. Wonderful. Unser Dorf in Britannien ist umzingelt von Römern. Sie treffen die letzten Vorbereitungen, uns anzugreifen. Das ist ein echter Brite. Aber man darf ihn nicht zu sehr schütteln, auch wenn er darum bittet. Mhm. Ja, wie ich schon gesagt habe, wir dringend brauchen eure Hilfe. Mhm. Das war sehr vernünftig, zu uns zu kommen. Mit uns kannst du rechnen. Unser Druide wird hier etwas von unserem Zaubertrank brauen. Tja, für ein ganzes Dorf muss ich mindestens ein Fass voll herstellen. Dafür brauche ich eine Menge Zutaten. Ich helfe dir! Also gut, Obelix. Du besorgst mir Honig, etwas Met und Karotten. Oh ja. Und ich werde inzwischen die Misteln schneiden. Hey, Obelix! Sind das etwa Karotten? Zufällig liefen mir zwei Wildschweine über den Weg und da bin ich schwach geworden. So, das Fass reicht aus, um deinem Stamm Kraft und den römischen Legionären Furcht einzuflößen. Ich bin euch außerordentlich verbunden, Druide Miraculix. Ja, das Fass ist ganz schön schwer. Das ist fast so schwer wie ich. Du brauchst unbedingt jemanden, der dir tragen hilft. Da kommt doch nur der in Frage, der als kleines Kind in den Zaubertrank gefallen ist. Der da. Schick, trallala, ich werde wieder Römer sehen. Toll, trallala, den Römern wird es schlimmer gehen. Toll, trallala. Hier habt ihr noch ein Fläschchen Zaubertrank für unterwegs. Man weiß ja nie, was passiert. Auf so einer langen, langen Reise. Wonderful, was für ein Glück, begleitet zu werden von zwei so mutigen Männern. Und einem kleinen, tapferen Hund. Gute Reise! Verprügelt die Römer ordentlich! Bringt uns auch ein paar Andenken mit! Hoffentlich bekommt ihr bei den Briten auch was Anständiges zu essen! Auf Wiedersehen! Bis bald und gute Reise! Bis bald und gute Reise! Hä? Weißt du, Asterix, wir hätten vielleicht auch etwas Proviant mitnehmen sollen. My goodness, weshalb denn? In Britannien, das Essen ist ganz ausgezeichnet. Du hast einen tollen Ruderstil drauf, Tefax. Mein Vater stammt aus Oxford, meine Mutter aus Cambridge. Bei uns wird er nur gerudert. Hört mal gut zu. Dieser Kahn hier läuft auf Leasing. Er kostet mich ein Heidengeld. Also passt gut darauf auf. Und nehmt euch in Acht vor den Galliern. Und vor der römischen Flotte. Eine Galeere? Sind es die Gallier? Was, Gallier? Nein! Phönizier! Phönizier! Ein phönizischer Händler! Wir sind drei! Da vorne kreuzt ein Piratenschiff! Nun sind wir alle verloren! Heute sich wer kann! In die Rettungsboote! Gibt's keine! In die Beiboote! Gibt's keine! Versteckt ins Boot! In den Rettungsbooten! Gibt's keine! Kaka!
hier. Die Piraten! Toll, 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 toll! Obelix, wir haben keine Zeit zu verlieren! Hey, sieht mal nach vorne! Da schwimmt einer! Das ist der Dicke! Der Dicke? Ich sehe keinen Dicken! In die Riemen! Macht die Wände! Ich bin weg hier! Steht euch in die Riemen! Sieht so aus, als würden euch diese Seefahrer gut kennen. Oh, ja, ja, das sind alte Bekannte von uns. Kapitän, passiert uns das bei jeder Traumreise? Halt den Mund und schwimm! Seid gegrüßt, Gallier. Ihr habt uns vor der Vernichtung durch die Piraten bewahrt. Ich weiß nicht, wie ich euch dafür danken soll. Ich wage es nicht, euch dafür Gold und Schmuck und anderen Tand anzubieten, ihr großen Gallier. Nichts zu danken, war uns ein Vergnügen. Gute Fahrt. Lasst mich euch trotzdem dieses Säckchen mit edlen Kräutern aus dem fernen Orient überreichen. Oh, danke. Das ist genau das Richtige für unseren Druiden. Macht's gut, wir müssen weiter. Gute Reise, ihr tapferen Gallier! Durch ein Säckchen Kräuter haben wir unsere ganze Schiffsladung gerettet. Was für ein wunderschöner Tag! Du bist sicher glücklich, Stratocumulus, dass du nach dem harten Feldzug gegen die Briten wieder in ein ruhiges Gallien zurückkehren kannst. Ha! Ach, weißt du, ausgerechnet in meinem Gebiet gibt's ein Dorf voller Irrer. Kleiner Nachricht! Steuerbord voraus! Ha, sicher gallische Fischer. Ha, ja, denen wollen wir mal ein bisschen Angst einjagen. Lieber kein Risiko eingehen. Risiko? Eine bis an die Zähne bewaffnete Galeere gegen ein winziges Boot? Aber es ist ein winziges Boot voller Gallier. Du wirst gleich hören, was deine Gallier sagen. Klar zum Entern beim Teutates. Hat der etwa Entern gesagt? Sieh dir das mal an, Asterix, ein ganzes Schiff voller Römer. Nimm auch einen Schluck Zaubertrank. Wir sind verloren. Das sind die Verrückten, von denen ich dir erzählt habe. Wollt ihr wohl herkommen? Hierher, hierher! Stellt euch dem Kampf, ihr römischen Waschlappen! Lasst mich doch nicht hinterherlaufen! Ja, das war schlau, mein kleiner Idefix. Ja. Das ist der Nebel. Wir nähern uns meiner Heimat. Schnell zurück in unser Boot. Asterix, können wir nicht die Galeere behalten, um den Zaubertrank in das britische Dorf zu transportieren? Nicht so laut, Obelix, sonst hört man uns doch. Einverstanden. Wir behalten unser Boot, das ist unauffälliger. Sind alle Römer weg? Nein, sind sie nicht. Sind jetzt alle Römer weg? Alle weg! Ach, das ist aber schade. Sind alle Gallier weg? Habt ihr in Britannien oft so dicken Nebel? Oh, nein, nein, nein. Wenn es regnet, dann nicht. Ja.
So weg sind sie, das hätten wir überstanden. Macht klar Schiff und Schwamm über die Affäre. Von wegen überstanden. Diese unbeugsamen Gallier sind dabei, einen Fast-Zaubertrank nach Britannien zu bringen. Ich habe es selbst gehört. Wir müssen unsere Vorgesetzten warnen. Zurück nach Britannien! Was, zurück? Hey, meinst du nicht, übertreibst da etwas mit der Wirkung des Zaubertrankes? Oh nein, Kapitän! Mein kleiner Idefix mag keinen Regen. Warum gräbt man keinen Tunnel zwischen Gallien und Britannien? Wo gräbst du nur solch verrückte Ideen aus, Obelix? So ein Tunnel ist doch schon geplant. Es ist ja nur, weil in meinem Magen auch so ein großes schwarzes Loch ist. No problem. Ich führe euch in ein gutes Gasthaus. Dort nehmt ihr ein, eure erste britische Mahlzeit. Da sind wir schon. Obelix, kommst du? Meinst du, die haben hier Wildschweinbraten? Hast du das Schild nicht gelesen? Da steht zum lachenden Wildschwein. Ja, ich... Na los, komm rein. Good evening, Meister. Ich bin hier mit zwei gallischen Freunden. Wir haben eine lange Reise hinter uns und würden uns gern stärken an deinen vorzüglichen Gericht. Oh, ich werde euch ein hervorragendes Mass servieren. Und drei Maß Servicia. Asterix, er hat überhaupt nichts von Wildschwein gesagt. Erinnere dich an das Schild über der Tür. Na, hier sind erstmal die Servicia. Ja, ist dir etwa nicht lauwarm genug? Ich kann sie lassen noch mehr temperieren. Oh, Essen ist fertig. Meine Spezialität. Gekochtes Wildschwein in einer delikaten Pfefferminzsoße. Wildschwein gekocht und dazu noch mit Pfefferminzsoße. Das ist zu viel, das arme Schwein. Ist jetzt. In Britannien muss man sich eben den Briten anpassen. Ihr seid sicher sehr hungrig. Ich gebe euch eine extra große Portion. Dringende Botschaft für Präfekt Mortus. Nein! Arme Präfekt Mortus, ich habe schlechte Nachrichten. Ach ja, wie schlecht sind sie? Das Fass darf unter keinen Umständen in dem britischen Dorf ankommen! Gebt diese Nachricht an alle Garnisonen! Festgenommen werden sollen! Zwei Gallier, ein Brite, ein Fass und ein Hund! Tut mir leid, aber ihr müsst dann gehen. Die Römer überwachen die Polizeistunde sehr streng in den Gasthäusern. Hey, Wirt, in ein paar Minuten ist Polizeistunde! Ja, ich weiß. Ich sagte gerade zu diesen Gästen, dass es Zeit ist, aufzubrechen. Bring uns inzwischen noch 4 Maß Servicia. Hey, ihr da, beim Jupiter. Was habt ihr da in diesem Fass? Da drin ist unser Zauber. Da drin ist nur schöne, lauwarme Servicia. Ich dachte, es sei vielleicht ein gallisches Weinchen. Den hätte ich natürlich sofort beschlagnahmt, aber lauwarme Servicia, nein.
Na los, beeil dich, Kumpel. Trink aus, bevor sie kalt wird. Ist es noch weit bis zu deinem Dorf? Nein, wir müssen nur noch durchqueren Londinium. Londinium? Ja, das ist unsere Hauptstadt. Psst, ruhig. Hört doch mal. Decurio Laspos. Lapsus, wenn ich bitten darf. Eine Botschaft vom Präfekten Motus. Fahndung nach zwei gefährlichen Galliern und einem Briten. Sie haben ein Fass mit einer Geheimwaffe bei sich. Die lauwarme Servisia! Nein, nein, danke, Decurio. Für mich nicht. Hm? Mein Wagen! Hey, hier da, anhalten! Anhalten, halt! Anhalten! Hey, du Dicker da. Du fährst auf der falschen Straßenseite. Ja? Wer ist hier Dick? Ah, in Britannien, wir fahren natürlich auf der richtigen Straßenseite. Links. Jedenfalls bin ich nicht dick. Verstanden? Ich bin bestenfalls ein bisschen dick angezogen, aber nicht dick. Ich bin nicht dick. Merkt euch das ein für alle Mal. Bei Minerva, da sind sie! Ergreift sie! Ja, ja, mit Zeug. Die Römer! Was? Wo denn? Wo sind die Römer? Mein Teufate, sie haben uns erkannt! Geh weg! Wieder nach! Nach 2000 Jahren intensiver Pflege wird mein Rasen recht annehmbar sein. My goodness! Dazu kann ich nur sagen, shocking! Wir haben sie umzingelt! Meine Herren, ich verbiete es Ihnen, hier mit meinen Rasen zu betreten. Beim Jupiter Brite, du wagst es, den Vertretern Roms den Weg zu versperren! Ich gebe zu, mein Garten ist etwas kleiner als Rom. Aber eins ist sicher, mein Pilum ist solider als dein Sternum. Präfekt Motus, ich habe schon wieder schlechte Nachrichten. So, und was ist es diesmal? Die Gallier und der Brite sind unseren Patrouillen entkommen. Und wo sind sie hin? Nach Londinium. Ihr werdet die ganze Stadt durchkämmen. Jawohl, Präfekt. Und wehe euch, ihr findet sie nicht. Ja, ja, Präfekt. Dann lasse ich euch kochen und den Löwen zum Fraß vorwerfen. Jawohl, Präfekt. Und zwar mit Pfefferminzsoße. Jawohl, Präfekt. Die armen Löwen. Jede Menge Patrouillen. Besser, wir verstecken den Wagen.
Hier sind wir erstmal sicher. Hier wohnt ein guter Freund von mir. Das ist unser Geheimzeichen. Oh, Tefax! Welch glückliche Brise hat dich hierher geweht? Psst, nicht so laut, mein lieber Golix. Die Stadt ist voll von römischer Patrouillen. Ich suche eine Unterkunft für meine gallischen Freunde. Gallia, meine Landsleute. Ich komme aus Massilia. Eigentlich heiße ich ja Tutus Self-Service. Aber das war ihnen zu kompliziert. Und da ich aus Gallien komme, nennen sie mich Golix. Das ist kürzer. Der Name steht mir ganz gut. Verzeihung, wenn ich dich unterbreche. Aber könnten wir dieses Fass verstecken? Aber natürlich, das stellen wir in den Keller zu den anderen Fässern. Ich sag euch, ich hab da unten noch ein Weinchen von zu Hause, da könnte man drin baden. Die Briten fühlen sich bei mir wie Gott in Frankreich, denn die Verpflegung in diesem Land ist nicht jedermanns Geschmack. Wenn ich an die Pfefferminzsoße denke, dann wird mir ganz grün ums Herz. Sag mal, Asterix, meinst du etwa, wir bekommen wieder gekochtes Wildschwein? Glaubt mir, für meine Freunde ist mir nichts zu teuer. Seht mal, hier unten habe ich meine stillen Reserven. Alles ganz frisch eingetroffen. Seht ihr euch an, meine heimischen Kostbarkeiten. Alles nur vom Feinsten. Genießt den Duft von zu Hause. Riecht das nicht himmlisch unter Gallien? Könnte das ein römischer Patrouille sein? Er will damit sagen, hier riecht es nach frischen Römern. Im Namen Cäsars, aufmachen! Ich komme schon! Ich komme schon! Wie hängt ihr denn in eurer Rüstung? Das ist ja grauenvoll! Ich verlange Haltung und Würde. Nehmt euch an mir ein Beispiel. Warum dauert denn das so lange? Ich musste nur noch etwas Servise aufwärmen. Inspiziert alle Räume! Wir suchen drei Männer und ein Fass. Asterix! Mir knurrt der Magen. Wir haben die Mann gefunden, Decurio. Aber hier gibt's jede Menge Fässer. Alle konfiszieren und zum ich Palast. Ich reiß mir die Beine aus, um einen anständigen Weinkeller aufzubauen. Einen erstklassigen Weinkeller. Und dann muss ich hiermit ansehen, wie ein Fass nach dem anderen weggerollt wird. Das bricht mir das Herz. Hast du gehört, Decurio? Mir bricht das Herz. Hör zu. Ich will dir was verraten. Wenn dieses bewusste Fass, das wir suchen, unglücklicherweise deinen Namen tragen sollte, erlebst du die Strafe Roms! Kein Tropfen Wein mehr im Haus. Ich bin ruiniert! Glücklicherweise habe ich noch genug zu essen. Oh. Gehorsamst alle Fässer der Stadt konfisziert. Ausgezeichnet! Alle Mann an die Fässer zum Kosten! Jetzt müssen wir nur noch das Fass mit dem Zaubertrank herausfinden. Vorwärts! Legionäre, alles hört auf mein Kommando. Wem beim Kosten des Weins ein merkwürdiger Geschmack auffällt, hat das sofort zu melden. Nach Plan. In Reih und Glied. Fässer schlagt ein! Füllt ein! Trinkt aus! Tretet vor! Schlagt ein! Füllt ein! Trinkt aus! Wir müssen unser Fass wiederfinden, bevor die Römer sich über unseren Zaubertrank hermachen. Ist es noch weit zu dem Palast? No, no. Nur noch ein paar Fuß. Was für ein Fuß? Wir in Britannien haben uns darauf geeinigt, Entfernungen in Fuß zu messen.
In Fuß? Ja, und wenn man 6 Fuß hintereinander nimmt, hat man einen Schritt. Die spinnen, die Briten! Ehre! Trinkt aus! Zu wohl! Es ja. Du kriegst schon. G-A-L-I-X. Golix. Golix. Tja. Oh, sau, sau. Vielleicht ist hier der Zaubertrank. Nicht übel! Gar nicht übel! Lass mich auch mal probieren! Weg da! Lass es mein Fass! Los! Verzieh dich! Oh. Wer hat noch keine Prügel bekommen? Wer will noch mal? Ich bin jetzt hier der Stärkste! Sind wir jetzt bald am Palast? Ja, aber wir werden nicht reinkommen wegen der Wache. Wenn Sie uns nicht freiwillig reinlassen, kriegen Sie ein paar Ohrfeigen. Ja, das ist ein ganz toller Plan. Ave! Wir sind. Wir wollen zu. Danke, wir haben verstanden. Die saufen, die Römer. Ich bin der Größte! Ich bin jetzt hier der Allergrößte! Wer aus meinem Fass trinken will, der soll mal herkommen! Soll er mal! Was geht denn hier vor sich? Hey, ihr da! Ihr zwei Dicken! Schlag zu, wenn ihr euch schraubt! Hier gibt's keine zwei Dicken! Höchstens einen! Und der ist nicht dick! Sieh doch mal, Obelix. Golix, das sind die Fässer, aber welches ist unseres? Probieren geht über Studieren. Wir dürfen uns hier nicht zu lange aufhalten, das ist zu gefährlich. Das ist gefährlich, aber schön. Hilf mir, die Fässer auf den Karren draußen zu verladen. Wir kosten später. Obelix, schämst du dich nicht? Hör auf zu trinken, los an die Arbeit. Geht Alter. Sehr richtig. Es kommt darauf an, dass wir möglichst unauffällig von hier verschwinden. Trink, Asterix, trink. Lass doch die Sorge. Halt den Mund, Obelix, du verrätst uns noch. Du magst mich nicht mehr, Asterix. Du magst mich nicht mehr. Natürlich mag ich dich, Obelix, natürlich. Aber du hältst uns noch die römischen Patrouillen auf den Hals. Ich mag dich, Asterix. Und wenn so eine Patrouille versucht, dir was anzutun, dann sollst du mal sehen. Oh, my goodness. Eine römische Patrouille. Die meinem lieben Freund Asterix was antun will. Ein Gallier! Sicher einer von denen, die wir suchen. Im Namen Roms verhafte ich. Wir müssen Obelix helfen. Ein herrenloser Wagen. Was für ein unerhörtes Glück für einen Wagendieb. Darf ich dir mal ein Hütchen fassen?
Also, ich bin so müde. Armer Obelix. Sonst trinkt er nur Ziegenmilch. Der Wein hat ihm den Kopf verdreht. Idefix, was ist denn? Oh mein Goodness, der Wagen. Wir müssen uns um den Wagen kümmern. Aber erst bringen wir Obelix zu Golix. Misty! Misty! Ihr seid die Schande der römischen Armee! Euer Benehmen zeugt von Barbarei und von Dekadenz! Und wenn Cäsar das erfährt, gibt er für die Löwen im Zirkus ein Festmahl! Meinetwegen sollen mich die Löwen fressen, aber er soll aufhören zu brüllen! Die einzigen Fässer, die verschwunden sind, stammen von Golix, dem Wirt. Durchsucht das Wirtshaus und alle, die sich dort aufhalten, werden festgenommen! Hä? Armer Obelix. Kein Wunder, dass er Durst bekam, nachdem er meine Vorräte vertilgt hatte. Die waren sehr gesalzen. Die hätten sich nämlich lange halten sollen. Er soll ruhig schlafen. Und wir? Wir versuchen, unser Fass wiederzufinden. Suchen wir schon Stunden nach dem Wagen und dem Fass. Und was haben wir gefunden? Rein gar nichts. Asterix, sieh doch mal. Oh, das ist unsere Chance. Tja, Wein ist rar geworden, seitdem die Römer alles beschlagnahmt haben. Wollt ihr ein Glas trinken? Danke, das ist ja Wein. Natürlich ist das Wein, was sonst? Für wen haltet ihr mich denn? Woher kommt dein Wein? Dein Name steht nicht auf dem Fass. Na, ich beziehe ihn von einem hervorragenden Lieferanten, aber das ist ein Geschäftsgeheimnis. Woher kommt der Wein, hä? Der Lieferant heißt Machwachs. Er hat sein Geschäft in der Parkallee Nummer 16. Ah, Parkallee 16, die kenne ich. Das ist nicht weit von hier. Gut, aber zuerst holen wir unseren Obelix. Good day und vielen Dank für die Auskunft. Stets zu Ihren Diensten. Oh, beim Teutatis, was ist denn hier passiert? Die Römer waren hier, sie haben Golix mitgenommen und einen Dicken, der schlief, mit römischen Helmen auf seinem Bauch. Wohin denn? Ins Gefängnis, natürlich in den Tower von Londinio. Obelix als Gefangener der Römer. Im Tower von Londinium, aus dem noch nie jemand entkommen ist.
Aber selbst wenn sie uns in dieser ekelhaften Pfefferminzsoße kochen, wir werden nichts verraten. Wir werden schweigen. Hörst du? Schweigen! Ja, schweigen ist gut. Nimm Rücksicht auf meinen Kopf und schweig. Jedenfalls müssen wir hier raus. Asterix wird sich Sorgen machen. Wer weiß, was er sich alles ausmalt. Wir müssen uns sofort auf den Weg machen zu ihm. Außerdem brauche ich ein bisschen frische Luft. Er ist verrückt. Er redet von frischer Luft. Und wir liegen hier in Ketten. Darf ich dir behilflich sein? Komm. Ja. Ho, ho. Wenn euch eure Türe lieb ist, dann macht sie auf. Wir wollen nämlich raus hier. Gut, wie ihr wollt. Wir gehen jetzt. Was ist das? Wirklich außerordentlich interessant, so eine Turmbesichtigung. Weißt du, Asterix, ich schäme mich für alles, was passiert ist. Es ist ja gar nichts passiert, Obelix. Nicht passiert, sagt er? Das ist doch die Höhe. Aus dem Weg! Wie? Was sagst du? Ausgerissen? Dann fand sie wieder ein. Verstanden? Oder ich lasse euch in lauwarmer Zervisia ersäufen! Briten, Gallier, Säufer, Statuen. Ich hab satt, satt, satt! Ich hab was für dich. Das ist ein Weinchen, ein wunderbarer Jahrgang. Wenn du mir die ganze Ladung abnimmst, dann gibt es den Wagen und das Pferd als Prämie. Wie viele Fässer sollen es denn sein? Ein einziges. Decurio, nehmen wir sie fest? Nein. Sie suchen ihr Fass und wir folgen ihnen. Oh!
So, bitte sehr. Ich bin ganz sicher, du wirst den Kauf nicht bereuen. Wieder so ein wundervoller Tag. Schon wieder dieses Mistvieh. Ach, da bist du ja wieder, mein kleines Hündchen. Komm, gleich wird's mit dir vorbei sein, du Mistvieh. Ein Glück, dass wir die Hausnummer haben. Die Beschreibung des Hauses hätte wahrscheinlich nicht ausgereicht. Dort ist es. Wie heißen die hier? 16? Das ist doch nicht der Name, sondern Hausnummer 16. Oh, die spinnen, die Briten. Das sind keine britischen Ziffern, sondern römische Zahlen. Dann spinnen eben die Römer. Ich muss schon sagen... Bleib ganz ruhig, Petula. Diese Herren werden ihre Gründe haben. Richtig. Sagen Sie, ist das hier Haus Nummer 16? Nein, hier ist Nummer 17. Wer es nicht weiß, denkt, hier ist Nummer 16, weil eine 1 heruntergefallen ist. Ach so, dann haben wir uns geirrt. Wir bitten vielmals um Verzeihung. Ja, ja, ist schon in Ordnung. Ah. Petula, erinnere mich doch bitte daran, die fehlende 1 zu ersetzen. Ach, und jetzt wäre es eigentlich Zeit für ein Tässchen heißes Wasser und etwas Röstbrot. Ist das hier jetzt 16? Oder irren wir uns wieder? Komm, Obelix. Ja, bin schon da. Ja? Idefix! Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Wer gibt euch das Recht dazu? Was hast du mit meinem kleinen Hund gemacht? Du hast die Fässer von Golix, dem Wirt, gestohlen. Was habe ich, von welchen Fässern redest du? Das Fass da zum Beispiel. Da ist Wein drin. Wo sind die anderen? Raus mit der Sprache, dein Philenus! Ich weiß gar nicht, was heute los ist. Unsere Nachbarn sind befremdlich laut. Findest du nicht auch, Petula? Du sagst es. Möchtest du noch etwas Milch? Sein Teutates! Packst du jetzt endlich aus! Gleich verliere ich die Geduld. Oh, langsam wäre ich doch froh, wenn unser Nachbar endlich auspacken würde. Ich pack dir aus! Ich pack dir aus! Na, endlich. Wurde auch Zeit, nicht wahr? Ich habe alle Fässer verkauft, aber ich habe eine Liste mit den Adressen meiner Kunden, die ich beliefert habe. Da steht auch alles drin, was ich im letzten Monat geklaut habe. 2 Sack schimmelige Gerste, einen lahmen Gaul, falschen Schmuck. Der erste auf der Liste heißt Trainer von Camulodunum. Was ist das denn? Er trainiert die Mannschaft für die Meisterschaft von den 5 Stämmen. Sie spielt morgen gegen Duro Vernum. Was ist? Nehmen wir sie jetzt fest? Nein! Wir folgen ihnen. Sie haben ihr Fass noch immer nicht. Oh, ich freue mich schon auf morgen. Kamule vor, Kamule vor! Noch ein Tor, noch ein Tor! Wir tragen Zivil. Dann wird uns keiner erkennen. Der Decurio hat gesagt, in Zivil, du Idiot! Na und? Bin ich etwa nicht in Zivil? Oh. Erklär uns bitte die Spielregeln, Tefax. Ist das Spiel kompliziert? No, very simple. Es sind 2x15 Spieler und ein Kürbis in Form einer Olive. Man hat praktisch das Recht, alles zu tun, um den Kürbis ins Tor des Gegners zu bringen. Der Spielstand wird auf dieser Tafel angezeigt. Oh, da kommen schon die kaledonischen Barden. Und hier die heilige Gans von Camulodunum. Mhm.
Und da kommt die Henne von Durovernum. Das ist der Druider-Schiedsrichter. Er gibt das Signal zum Anstoß von den Kürbis. Hol den Ball! Und Angriff! Und abgeben! Und wieder abgeben! Und zu mir! Oh! Ja, bravo! Das ist ein tolles Spiel. Das sollte man bei uns in Gallien einführen. Strafe wegen unfairer Spielweise. Aber der simuliert doch nur. Nein, nein, der simuliert nicht, der Mann. Sanitäter! Das sieht doch mal. Das könnte unser Fass sein. Schnabel auf, Hippiporax, und gleich geht's dir besser. Jetzt werden wir ja sehen, ob es sich um den Zaubertrank handelt. Warst du es nicht, der mir da auf meinem Gesicht rumgetrampelt ist, Alter? Oder täusche ich mich da? Lass uns doch versuchen, ruhig zu bleiben. Das ist doch nur ein Spiel und so etwas gehört nun mal dazu. Das ist der Zaubertrank. Los, hin! Hippiporax hat ein Tor geschossen. Er wird versuchen zu geben, dem Spiel eine Wende. Hat dir erlaubt, deinen Posten zu verlassen. Ich hab einen Kürbis an die Übel gekickt. Legionäre in Zivil, los hinterher! Und was mach ich? Wir möchten gern das Fass kaufen. Nein, unmöglich. Wir brauchen es zur Erfrischung der Spieler. Ergreif das Fass! Die Römer! Hilf mir, Obelix! Bin schon da! Bildet eine Mauer! Er kommt hier nicht durch! Mein Fass! Obelix, du solltest den Kürbis zurückgeben, damit die weiterspielen können. Das ist aber schade. Legion, zu mir! Was für ein Glück! In einer Stunde können wir sein im Dorf! Da vorne ist eine römische Galeere! Ergebt euch beim Jupiter! Niemals beim Toltates! Wie ihr wollt! Feuer frei! Getroffen! Die sind wir los! Gute Nachrichten, Präfekt Motus.
Der Zaubertrank hat sich mitsamt den dazugehörigen Galliern im Wasser aufgelöst. Beim Jupiter, endlich! Lass die Legionen antreten! Zu Befehl, Präfekt. Wir greifen das Dorf im Morgengrauen an! Dieses Mal scheinen die Römer gewonnen zu haben. Und wir hatten nicht mal genügend Zeit, sie zu verhauen. Well, well. Ich mache mir große Sorgen um die Zukunft unseres Dorfes. Selbst ohne den Zaubertrank, wir verteidigen dein britisches Dorf gegen die römischen Legionen. Siehst du, ich kann schon so sprechen wie du. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Nach all den Abenteuern mit leeren Händen dazustehen. Nach all den Römern, Piraten, Phöniziern. Die Phönizier! Das ist die Idee! Auf ins Dorf! Schnell! Die Römer werden in Kürze angreifen. Und wir haben noch immer keine Nachricht von Tefax. Wir sind verloren. Psst, ich sage auch Psst. Idefix. Psst. Halt! Wer ist da? Wir sterben mit der Waffe in der Hand, wenn es sein muss. Großartige Idee. Hello, Big Boss, here we are. Tefax, mein lieber Tefax. Ich konnte keine Nacht schlafen vor Sorge. Ich bin überglücklich, dass du wieder hier bist. Ich bin auch glücklich, wieder zu sein im Dorf, the Big Boss. Genug der schönen Worte. Hast du den Zaubertrank? Ja, ich werde ihn sofort brauen. Wunderbar, wunderbar. Ich werde meine Männer zusammenrufen. Ach, kannst du das, Asterix? Weißt du, wie der Zaubertrank gebraut wird? Geht es dann mit diesen orientalischen Kräutern? Ich erkläre es dir später, Tefax. Obelix, geh und hol mir heißes Wasser. Typisch. Mir braucht man ja nichts zu erklären. Ich bin gerade gut genug, um Wasser zu holen. Mit mir könnt ihr es ja machen. Legionäre! Stillgestanden! Die von uns belagerten Briten haben sowohl den Zaubertrank als auch ihre gallischen Freunde verloren. Jede Gefahr ist beseitigt. Und siegen ohne die üblichen Gefahren erspart Unannehmlichkeiten. Und schon ist er fertig. Der ist ja geradezu deliziös. Das wäre also geschafft. Jetzt warten wir nur noch auf die römische Attacke. Könnte ich vielleicht ein Tröpfchen Milch in meinen magischen Trank bekommen? Legionäre! Aufstellung im Quadrat! Angriffsposition, das Dreieck! Zur Attacke! Oh! Legionäre! Ich mache euch darauf aufmerksam, dass wir alle da sind. Und dass wir den Zaubertrank haben. Wer hat euch erlaubt, einen Kreis zu bilden?
Die haben den Zaubertrank, da gehe ich nicht hin. Die kenne ich genau, diese Gallier sind verrückt. Der Kleine da, das ist Asterix. Ich bin doch nicht zur Armee gegangen, um mich abmoxen zu lassen. Die Zwiebeln goldgelb und die Bohnen nicht zu weich kochen, ja? Das wäre ganz schlecht. Dann gibst du noch Käse drüber und vor allem heiß servieren. Ist hier bald Ruhe? Zum Angriff! Ja, ja, los! Zum Angriff! Hört gefälligst auf euren Chef! Etwas mehr Disziplin beim Teutates zum Angriff! Obelix, du bist hier nicht zu Hause! Ich bin hier Tourist und die haben immer den Vortritt! Die machen einen Ausfall. Die stürmen tatsächlich auf uns ein? Kommt zur Armee, haben sie gesagt. Meldet euch freiwillig. Ihr seid die Schande der römischen Armee. Vielen, vielen Dank, Asterix. Mit eurer Hilfe und dem Zaubertrank ist es uns gelungen, die Römer zu besiegen. Ach, wisst ihr, was ich euch zu trinken gab, war gar kein Zaubertrank. Ich dachte es mir. Aber das Gebräu hat meinen Kriegern Mut gemacht. Sie haben geglaubt, sie seien die Stärksten. Schickt mir was von diesen herrlichen Kräutern und ich mache daraus unser Nationalgetränk. Ich würde sagen, wir sollten zu Ehren Asterix und seines Freundes ein großes Fest geben. Ja, mit ganz hart gekochtem Wildschwein in einer Pfefferminzsoße. Nein! Tut mir leid, dass wir zu eurem Fest nicht bleiben können. Aber ihr habt Hunger. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Obelix! Warte auf mich! Das nennt man, glaube ich, sich verabschieden auf Französisch, doesn't it? Oh. Die Gaga! Die Gaga! Die Gaga! Die Gaga! 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 Die Gaga! Sag mal, Asterix, was machen die Piraten da? Diesmal habe ich sie dran gekriegt. Diesmal war ich schneller als sie. Die spinnen, die Piraten. Und dann hast du ihnen einfach wasserheiß gemacht? Ja, mit den Kräutern des phönizischen Händlers. Ich habe hier sogar noch ein paar. Miraculix, kannst du uns sagen, was das für Blätter sind? Ah, ja, das nennt sich Tee. Klar, dass den Engländern das geschmeckt hat. Wie komme ich auf Engländer? Ich meine natürlich Briten. Time. Take a bunch of try another life. It's all right.
ticket back is blackjack. Soon to tell, it just won't work with me. If petition